Christian Wohlwend, ein Commitment vom Arbeitgeber ist in der aktuell relativ komplizierten Zeit wahrscheinlich Gold wert, oder? Ja, definitiv. Ich empfinde, eben, wie schon von meinem ersten Jahr, wo ich haben dürfen, unterschreiben, Stolz und Dankbarkeit. Ich freue mich extrem, nochmal 2 Jahre dürfen Head Coach sein von dieser wunderbaren Organisation. Und schlussendlich, wie du sagst, Commitment, eins müssen wir ja machen, oder? Weil schlussendlich hoffen wir ja alle, dass wir in diesen turbulenten Zeiten gleich auch jetzt dürfen weitermachen und so schnell wie möglich wieder auch die Fans zurückkommen. Es hat mal ein ganz bekannter deutscher Fußballtrainer, Dortmund Hitzfeld, gesagt: Ein Jahr in Bayern ist gleich plus 3 Jahre. Wie fühlt sich das an in Davos? Wie viel älter sind Sie geworden in den letzten 1,5 Jahren? Ich habe eigentlich das Gefühl, eigentlich eher jünger, weil schlussendlich ist es eine extrem turbulente Zeit gewesen. Jetzt irgendwie gar nie Zeit gewesen, um mal ein bisschen auszuschnaufen oder irgendwie sich Gedanken zu machen, ob man jetzt älter geworden ist oder nicht. Also hat mich eher auf Trab gehalten die ganze Zeit. Es war extrem spannend gewesen, extrem lehrreich gewesen, eben durch die ganze spezielle Situation mit dem Coronavirus. Und darum sind meine Batterien und mein Energielevel zu oberst oben. Sie haben es gerade selber angesprochen, es war turbulent. Ihr Captain, der André Sambil, hat letztens in einem Interview gesagt, er würde sich ein bisschen mehr Ruhe wünschen. Es war allerdings das Gegenteil der Fall. Ihr Mentor und auch enge Verbündete, logischerweise, der Sportchef, der Reto Rafainer, ist abgesprungen. Wie haben Sie die Zeiten erlebt, jetzt gerade die letzten 2, 3 Wochen? Ja, gut, meine letzten 2 Wochen ist eigentlich nicht mehr so turbulent gewesen. Mein Mentor, ich weiß auch nicht, wer das kreiert hat, das Wort. Er ist ein Jugendfreund schon immer gewesen. Und ein Freund bis heute geblieben. Er ist Sportchef gewesen, in der Nationalmannschaft. Und dort haben unsere Wege sich das erste Mal gekreuzt in einer Zusammenarbeit im Eishockey. Und so ist es weitergegangen in Davos. Aber Mentor ist ein grosses Wort. Also, da müssen wir mal die Definition Mentor ein bisschen auseinandernehmen. Also, Mentor für mich ist zum Beispiel ein Peter Zahner. Peter Zahner ist einer, der mich ausgegraben hat aus der Tiefe liegen und mir eine Chance gegeben hat in der Nationalmannschaft. Und das würde ich jetzt als Mentor bezeichnen. Aber natürlich hat das wieder etwas ausgelöst die letzten 2 Wochen, dass unser Sportchef einen neuen Weg gegangen ist, was völlig legitim ist. Und jetzt irgendwann kommt ein neuer. Zurück zu Ihnen. Sie haben für 2 Jahre unterschrieben. Was haben Sie für einen Auftrag gefasst vom Verein? Oder anders gefragt, was haben Sie vor in den nächsten 2 Jahren am Ende dieser Saison, wenn Sie vorausschauen mit dem HC Davos? Ja, es geht dort immer ein bisschen ums Gleiche, dass man die Philosophie vom HC Davos, nämlich attraktives Hockey spielen, Tempo-Hockey spielen, offensives Hockey spielen, das ist die Identifikation vom HC Davos, das tun wir weiterführen. Dann wollen wir auch weiterführen, was auch schon immer der HC Davos ausgezeichnet hat, nämlich junge Spieler integrieren. Nicht nur integrieren, sondern denen auch eine grosse Rolle geben, sprich mehr Verantwortung, als was sie sich gewöhnt sind. Vielleicht noch im Club, wo sie vorher gespielt haben. Und das wird auch der Weg sein in Zukunft, dass wir eine junge Mannschaft haben werden, die konkurrenzfähig ist, die sehr viel Energie aufs Eis bringt. Und das wird so bleiben. Sie selber sind auch einer, der sehr viel Energie an die anderen bringt. Jetzt kommt einiges aufs Schweizer Hockey zu, stehen Reformen an, ein Entscheid ist bereits gefallen. Mit was rechnen Sie in Zukunft? Ja, was man davon ausgeht, was entschieden worden ist, sind die 7 Ausländer. Ich glaube, das, was du ansprichst. Aber das wird sich dann weisen, das wird dann die Sportkommission oder dann irgendwann, wenn der neue Sportchef da ist, eine neue Strategie entwickelt, wie wir uns aufstellen wollen. Wie ich vorher gesagt habe, für uns ist der Hauptfokus mit jungen Spielern, in die Mannschaft integrieren und mit den jungen Spielern zu arbeiten.
nicht nur Junge, das geht auch nicht. Auch immer eben, wir haben einen super starken Kern von bestandenen Spielern, wo Meister geworden sind, wo viel Erfahrung haben. Die braucht's, das sind die wichtigsten. Und dann eben gilt es darum, die Jungen zu integrieren. Und das auf dem Weg werden wir festhalten. Und dann, wie viele Ausländer das wir dann pro Saison einsetzen, dort sind wir sehr flexibel. Vielleicht noch ganz kurz die aktuelle Saison an. Es ist nicht ganz einfach losgegangen. Dann haben sie aber ziemlich Fahrt aufgenommen im Januar. Wo führt der Weg noch an mit dem HCD in dieser Saison? Gut, so wie es jetzt aussieht, und das ist immer das Hauptziel Nummer eins, ist, dass wir Playoffs spielen werden. Ob wir jetzt direkt uns qualifizieren für das Viertelfinale, nämlich mit dem Ziel, dass wir das Fünfte oder Sechste werden, das wird sich jetzt weisen. Was wir sicher erreichen werden, ist die Pre-Playoff. Und da gibt es auch immer Vor- und Nachteile. Ich denke, wir sehen es eher als Vorteil, dann bist du schon im Playoff-Modus drin. Und wenn du dich nicht in der Pre-Playoff durchsetzen kannst, dann kommst du auch nicht sehr weit überhaupt in der Playoff. Darum, wir sind dort eigentlich klasse. Wir haben jetzt noch 19 Spiele. Wir werden dort so viel Eiszeit wie möglich zu verteilen auf das ganze Kader. Wir haben jetzt auch wieder immer noch ein paar Ausfälle, die wir schon länger haben und ein paar neue dazugekommen sind. Dort gilt es darum, die wieder zurückzuführen. Und wenn es dann anfängt, sechs Playoff oder halt dann Pre-Playoff, sind wir bereit für das. Dann danke vielmals und alles Gute für die nächsten 2 Jahre. Danke vielmals. Danke für die Ausführungen. Merci nach Davos. Danke.